Yeah. So Leute, herzlich willkommen bei Silent Tuber Gaming und meinem 7. Video zu World of Kings. So, mein Charakter, Stufe 60, ein Ork Berserker. So, heute werden wir mal ein paar Quests machen und ich zeige euch den nächsten Dungeon. Mal sehen, für welchen wir uns heute entscheiden. Oder wir machen einfach einen zufälligen Dungeon. Na, was lädt es denn hier heute so lange? So, jetzt bin ich drin. So, Dungeon. Die böse Villa. Alte Feuerschmiede. Ja, der sieht ja fast aus wie Ragnaros. Ja, coole Sachen. Hier sind die drei Gegner, die drei Bosse aus der alten Feuerschmiede. Dann melden wir uns mal für die alte Feuerschmiede an. So, geschätzte Wartezeit 10 Minuten. Aber das überbrücken wir jetzt einfach mal mit ein paar Quests. So, welche haben wir denn noch zu machen? Wäre eine Nebenquest. So, kürzen wir das Ganze mal etwas ab. Jetzt sind wir da. Wo war es jetzt gleich die Quest? Weißer Schwanz besiegen. Genau. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Ist der das? Nein. Da hinten ist noch was. Ich glaube, das sieht gut aus. Ein schöner weißer Tiger. Den hauen wir jetzt einfach mal schnell um. Der hält aber schon etwas mehr aus. Aber trotzdem, den schaffen wir locker. Weißer Schwanz besiegen, erledigt. So, und dann hoffen wir, dass wir bald die Einladung für den Dungeon bekommen. Quest erledigt. Haben wir noch eine Kopfgeldquest? Winfried besiegen. Da fliegen wir jetzt auch schnell hin und erledigen das. Winfried ist neu. Finde das Monster und erledige es. Okay. Dann müssen wir ihn bloß noch finden. Das ist er nicht. Irgendwo oben. Auf der Map zeigt es diesen hellblauen Kreis und irgendwo da drin müsste er sein. Das ist er auch nicht, aber den machen wir jetzt mal schnell. Ein großes, fettes Krokodil. Ja, das war's schon. So, wo ist er? Ja, den hatten wir vorhin schon gesehen, den Dunkelbischof. Aber den machen wir jetzt auch einfach mal. So, jetzt müssen wir den anderen noch finden, den Winfried.
Bin mal gespannt, wo sich der wieder versteckt. So, einfach mal weitersuchen hier. Einfach mal warten. Mal, Winfried ist neu. Finde das Monster und erledige es. Okay, aber wo ist dieser Winfried? Ist jetzt. Da ist noch jemand. Oh nein, es ist kein Gegner zu besiegen. Das war auch nicht der richtige. Oh. Dungeon. Wunderbar. Und um den Winfried kümmern wir uns später. Wir schauen jetzt die alte Feuerschmiede an. So, meine Gruppenmitglieder, die kämpfen da vorne schon. Ich mache mich auch gleich auf den Weg. Jetzt mal die paar Gegnergruppen hier erledigen. Uns zu den drei Bossen vorarbeiten. Hier war ich selber auch noch nicht in diesem Dungeon. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, was uns hier erwartet. Aber das wird schon klappen. So, ich glaube, wir müssen hier in diesem Raum die ganzen Nebenräume erledigen. Vielleicht erscheint dann der Boss. So, noch einer da. Ja. Hier ist noch ein Gegner. Zack. So, hier geht's weiter. Weil hier rechts von uns ist eine Türe. Vielleicht öffnet sich die Türe erst, wenn wir hier alles erledigt haben. Aber das werden wir bald erfahren. Sind ja fast durch mit den Räumen hier. Mal ein Raum bleibt noch, oder? Zack, hinspringen, Attacken drauf. Diese Attacke mit den Blitzen ist auch ziemlich cool. Macht schon gut Schaden. Ah. Seht ihr jetzt? Alles erledigt und jetzt ist auch da diese Türe offen. Ah, seht ihr? Das sieht schon aus wie der erste Boss. Werden wir uns den gleich mal schnappen, ihn erledigen. Eigentlich eh ziemlich fix. Die Hälfte haben wir. Oh, wo will er hin? So, weg von diesem Bereich. Könnte er ziemlich Schaden zufügen. Hinrichten. Hinrichten. Schnell weg von hier.
bin ich leider in diesem Bereich gestanden, hat er mich umgehauen. So. Erster Boss erledigt. Im Seelenlevel sind wir ein Level aufgestiegen. Aber was gibt's für mich? Armschienen. Aber ich habe bessere. So, dann marschieren wir gleich mal weiter. Und drauf. So, die haben wir auch. Ah, das sieht nach dem nächsten Raum aus mit einem Boss. Hier stehen so viele Gegner. Okay, da geht's los. Denke mal, wir müssen hier einen nach dem anderen bekämpfen. Er ist weg. Genau, dieser Grauherd sagt uns immer, wer der nächste Gegner ist. Die gehen eh ziemlich schnell down, wie ich finde. Raus aus dem Bereich. So, der nächste bitte. Da ist der nächste. Gleich Ansturm drauf. Diese Blitzattacke. Dann geht das schon ziemlich schnell. Wieder. Raus. Ah. Nicht geschafft. Aber egal. Ich hab's überlebt. So, jetzt dieser noch. Und dann der letzte. Glaube ich, ist dann der zweite Boss. My turn? All right. I can't remember the last time I got a chance to stretch my muscle. Zack, bumm. Erledigt. Wunderbar. Der hält eh nicht viel aus hier. Seine Leben fallen ziemlich schnell. So. Genau, das war der zweite. Wieder Belohnung abholen. Und wieder ein Seelenlevel geschafft. So, was gibt's für mich? Einen Helm und Schultern. Und die Schultern sind sogar noch besser und der Helm auch. Sehr cool. Über besseres Equip freut man sich immer. Kann man immer gebrauchen. Oh, hoppala. Was ist jetzt passiert? So, die Treppe hoch. Und hier wartet er schon. Unser Endboss. Lakarios heißt er. Hat schon etwas Ähnlichkeit mit Ragnaros aus World of Warcraft. Der stand auch in der Lava. Hatte auch einen Hammer. Lass mal diesen Gegner hier weghauen. Und dann werden wir uns um den Großen kümmern. Oh, dieser Kleine ist gleich weg. So, und drauf auf Lakarios.
Ich bräuchte dringend Heal. Hat geklappt, wunderbar. So, die Hälfte haben wir schon. Hm, nicht dahinter. Ups. Bereich wechseln und wieder zurück. Schnell hier hin. Gerade noch geschafft, wunderbar. So, das war's jetzt gleich mit ihm. Wieder den Bereich wechseln. Und jetzt sieht man den ganzen Kampf von etwas weiter hinten. Ein bisschen ungewohnt, so weit weg zu stehen, aber diese 5% schaffen wir ja auch noch. Und da ging ja down. Lakareos besiegt. So, jetzt bin ich gespannt, was es gibt. Und wieder ein Seelenlevel. Sehr schön. Eine Brustrüstung. Nochmal eine Brustrüstung. Alte Feuerschmiede. First down. Sehr nice. So, wir verlassen den Dungeon. War ein ziemlich cooler Dungeon. Ging auch ziemlich flott. Hier könnte man wieder angeln. Ah, hier. Guckt, hier ist Winfried. Habe ich ja gesagt, nach dem Dungeon kümmern wir uns um Winfried. Kaum kommen wir raus, steht der auch schon da. Geben wir gleich mal die Quest ab. Ein bisschen abkürzen können wir. In der Lotterie können wir drehen. Oh, sehr schön. Eine epische Söldnerrolle. Dann könnte man schmelzen. Schmelzen bedeutet das Ausrüstungslevel erhöhen, bessere Werte bekommen. So, jetzt habe ich Ausrüstungslevel 60. So, das Aussehen mit dieser neuen Brustrüstung sieht aus wie die alte, nur eine andere Farbe. Das war unsere erste. Ich denke, wir lassen die. Ja, die sieht bis jetzt noch besser aus. Ja, Blutlinie. Ja, da bekommen wir ein paar Werte dazu. Jetzt ist schon Seelenlevel 3. Na, ja, cool. Ah, so funktioniert das. So Leute, kommen wir langsam zum Ende meines 7. Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch der Dungeon. Der Dungeon war ziemlich nice. Haben ein paar bessere Rüstungsteile bekommen. So soll es sein. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Video auch wieder zu. Dann schauen wir mal, was wir uns da ansehen. Also, bis dann, Leute. Ich bin raus. Ciao.